dich von einem Big Daddy platt machen zu lassen. Tja. Ich hab gesagt, wärst du so freundlich, dich von einem Big Daddy platt machen zu lassen. Das hilft wohl nicht mehr. Was? Mit diesem Kommando habe ich dein Gehirn gerade angewiesen, deinem Herzen zu befehlen, mit dem Schlagen aufzuhören. Natürlich nicht sofort. Das Herz ist ein dickköpfiger Muskel, aber irgendwann gehorcht es doch. Wer ist da? Wenn du Fontaines Kontrolle entronnen bist, wirst du Rache nehmen können. Und meine Kleinen werden seine schmutzigen Machenschaften nicht mehr zu fürchten haben. Warum lebt er noch? Egal. Ja, liebe Leute, wir haben gerade einen Teil unseres Lebens verloren. Das ist ein bisschen mies, aber egal. Aber können wir nicht aufheben. Ich sage Spleiß. Da haben wir noch einen Safe, sehr schön. Dann werden wir den doch gleich mal hacken. Ja, mit dem Autohacker, genau. Und was ist drin? Ionischer Schrot, Napalm, Präsenzkästen. Ja, gut. Mehr ist hier nicht. Außer noch eine Pistolenkugel, die ich nicht aufheben kann. Ja, dann werde ich mal eben kurz die Pistole ein bisschen entleeren. Ich höre schon einen Daddy. Okay, sie hat gerade das Zeug getrunken. Nein, nicht nein, 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 nein. Böse. Das war jetzt böse, mein Freund. Okay, erstmal die Sissy fotografieren. Das ist ein kleiner Anschlag. Ganz ruhig, Brauner. Ganz. Oh, da schießt irgendwas auf mich. Ach, egal. Selbst wenn, dann schießt halt irgendwas auf uns. Nochmal. Sister. Ja, ganz ruhig, mein Freund, ganz ruhig. Bolzen mit Stahlspitzen hau ich jetzt rein. Na komm. Na komm. Wohin schieße ich denn hier? Oh verdammt, die ganze Strecke in Luft, ja. Boah, das hat weh getan. Ah! So, wir haben doch erhöhten Schaden hier. So, da haben wir doch. Endlich. Doch, ich rette dich doch. Ich rette dich doch da. Ja, halt die. Ja, du hast gleich keine gelben Augen mehr. Du hast jetzt gleich normale Augen. Und du kannst zu den anderen gehen. Die sind da unten. Viel Spaß dabei. So. Adam hat alle Eigenschaften des Menschen optimiert. Nur nicht seinen Charakter. Vielleicht gibt es ein Plasmid, das den Geist vergrößert. Vielleicht liegt der Schlüssel in deiner DNS. Ich habe dir eine Kleine geschickt. Sie hat ein paar Sachen dabei, die dir deine Last leichter machen werden. Ich sehe gerade erstmal ein paar Gegner auf mich zukommen. Da ist die Kleine. Ah, verdammt. Was machst du denn hier? Hör auf mit dem Mist. Ich will der Kleine für die Kleine verfolgen. Wo ist die Kleine? Da ist die Kleine. Achso, nee, dass die wir gerettet haben. Entschuldigung. Oh. Zeit für die Haie, süßer Engel. Erwischt? Aber als die Deutschen in ihrem Wahn sich dann in Hitlers Schwert stürzten, begannen die Amerikaner. Ja, ich helfe euch. Wir kommen dafür Adam, Körperpanzerung 2 und noch irgendwas. So, 500 Adam. Oh Gott, wie geil. Ja, wir werden uns Abfackeln 3 holen. Ja. Ein Eve-Upgrade, ein Gesundheit-Upgrade.
Und Cyclone Trap. Ja, nein, ja, nein. Ach Gott, das ist so geil. Okay, ich find's lustig, ich hol's mir. So, statt den Sicherheitssender. Ich find's einfach nur lustig, Leute, irgendwie. Einfach nur, weil ich's lustig finde, hol ich mir das jetzt hier. Cyclone Trap. Zeit fürs Heierbettchen, Mr. B. So, ihr werdet euch fragen, was zum Teufel ist Cyclone Trap? Ihr werdet es gleich sehen. Das ist ja ein richtiges kleines Monster, das Fontaine da ausgegraben hat. Wenn sie spricht, was so gut wie nie vorkommt, tut sie das mit einem schweren, ätzenden Akzent. Ihre Haare sind verdreckt und den senfbeschmierten Pullover trägt sie anscheinend jeden Tag. Aber eins muss sie Frank lassen, diese Osteuropäerin. Diese Tenenbaum ist wie ein ungeschliffener Diamant. Keine Ausbildung, keine Erfahrung. Aber wenn man sie vor eine Gensequenz setzt, kann sie damit umgehen wie Mozart mit dem Chamber. Geht denn hier ab? Das ist doch kein Real Life, Leute, ja. Geht denn euch? So, Moment mal, ich muss eben die Kamera hier, die nervt. So. Ja, so, jetzt habt ihr Cyclone Trap gesehen, liebe Leute. Cyclone Trap ist. Ich find's lustig. Weil damit pfeffert man die Gegner in die Luft. So, erstmal eben die Kamera, genau. Die MG, die hier irgendwo da, die MP, Entschuldigung. Wartet mal eben, ich weiß gerade nicht, wo ich hingehe. Das ist etwas weitläufig hier. Rechtschaffenes Rapture. Der Grund des Meeres ist unsere Heimat. Aber er ist auch. Na, mein Freund. Ja. Kannst nichts gegen mich ausrichten. Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Ich hab das gesagt. Auf den Boden! Was ist denn da oben? Seht ihr jetzt? Ich find's lustig. Also, ja. Wie sieht denn Abfackeln 3 aus, wenn ich fragen darf? Ah! Das war's, Kleiner. Du bist erledigt. Meine neuen Freunde werden dich bald erwischen. Ach, Kleiner. Ich hoffe für dich, es geht schnell. Ja, wird schon schnell gehen. Wird schon alles. Ich töte wieder mal eben. Achso, das ist unser. Ich wollte gerade sagen, ich bin gerade losballern hier. So, die haben glaube ich auch noch nicht durchsucht. Die auch nicht. So. Ich sehe noch, wir haben noch 1,40 Zeit, also können wir hier noch ein bisschen rumlaufen und ein bisschen erkunden. Dum 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 dum. Die Leiche hat auch nichts dabei. Da habe ich was blinken sehen oder auch nicht. Ne, komisch. Egal, wir gehen weiter. Ja, ich werde jetzt mal eben auf Cyclone Trap wechseln, denn hier ist überall Wasser. Und da hilft Feuer nicht. Was haben wir hier drin? Oh, schön. Da sind Sachen drin. Wie komme ich da rein? Oh, verdammt. wie komme ich jetzt hier am einfachsten durch? Achso, das ist der falsche Dings. Ups. Da haben wir den richtigen. Ja, die Dollar, die werden es wohl nicht bringen. Nein, falsche Taste. Hör auf damit. So, aufheben, bringt nichts, dann schieß es weg. Shoot it away. So, was haben wir hier? Eine Lagerkasse mit ganz viel Kartoffeln und Chips. Kuchen mit Cremefüllung und J dabei. So, aber hier ist sonst nichts drin raus. Na, toll. Super erfolgreiches, ich weiß nicht was. Dann werden wir weitergehen. Okay, wir haben noch 9 Sekunden, also werde ich jetzt hier. Ist der da oben drauf, oder was? Kommst du nochmal runter? Oh, hab ich dich erschreckt? Ja, laufen! Den habe ich noch gar nicht durch. Wo ist er?
Die brauche ich noch. Nitrosbleiter sind so ziemlich die einzigen, die wir noch nicht durch haben. Ah, jetzt sind wir entwischt. Genau deswegen wollte ich kein Elektro nehmen, Leute. So, das war's und wir beenden diese Aufnahme und sehen uns hier das nächste Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß mit den Videos. Euer Heli.